Sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vertreter der sogenannten Querdenker-Szene versammeln sich am Samstag unter anderem in Bochum und Leipzig. In Hannover tritt vor dem Opernhaus in der Innenstadt am Abend eine Rednerin auf, die sich mit der im Dritten Reich von den Nazis hingerichteten Sophie Scholl vergleicht. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Was? Lass sie doch in Ruhe reden. Nee, für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was für Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Und lass sie reden. Für so einen Schwachsinn. Also mein besten Willen. Was ist das für ein Schwachsinn? Wer sowas hier erzählt, dann kannst du doch verharmlosen und vom Boden kommen. Ja, ich hab doch gar nichts gesagt. Das war ein Schwachsinn. Wie du mich voll. Wie ich das mich. Gottes Willen, hängen geblieben. Hängen geblieben. Einsicht zeigt sie allerdings nicht. Später wiederholt sie ihren Sophie-Scholl-Vergleich. Außenminister Heiko Maas schreibt dazu auf Twitter: Wer sich heute mit Sophie Scholl oder Anne Frank vergleicht, verhöhnt den Mut, den es brauchte, Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlose den Holocaust und zeige eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit, so Maas.